Gebirges, des Sturmwindes, der sengenden Hitze, des verheerenden Gewitters, des wilden Meeres, und danach sind sie auch benannt. Zurückgedrängt oder gebunden, rütteln sie unablässig an ihren Schranken und Fesseln. Auch wird es ihnen einst gelingen, alle Bande zu zerreißen. Der Riese Hati hat viele schöne Menschenweiber geraubt. Es wird eine wundersame, unförmige Gestalt erwähnt. Drei Köpfe verunstalten seinen Wuchs. Wenig anmutig ist auch das Bild, das andere riesische Eigenwesen ergeben. Plump und ungeschickt ist ihre Gestalt wie ein Klotz, schwarz ihr Antlitz, fahl ihr Aussehen, behaart und zottig der Leib oder glatt und schlüpfrig. Eisenschädel und Hartschädel oder auch groß wie ein Wagen wird ihr Kopf genannt. Außergewöhnlich groß und dick die Nase. Die Backen hängen dick und taschenartig herunter. Über das Kinn fällt eine dicke, fleischige Lippe. Darunter klafft ein weiteres Maul. Und tüchtige Mahlzähne kommen der Fresslust des Riesen zu Hilfe. Ungeheure Ohren wie dicke Fleischkrümmen stehen weit vom Kopf ab. Wang und Kinn ziert ein struppiger Bart. Knöchriger Bauch und lange Beine entsprechen dem Kopf. Breite Hände zermahlen alles mit mächtigem